Neben exzellent ausgebildeten Ärzten, Schwestern und Therapeuten sowie moderner Medizintechnik gibt es ein weiteres Feld, in das alle paar Jahrzehnte investiert werden muss, und zwar in die Bauwerke. Waren die ersten Krankenhäuser mit kranken Sälen ausgestattet, gab es vor 3 Jahrzehnten noch 8 Bettzimmer, gelten heute Nasszellen in den Ein- und Zwei-Bettzimmern als Standard, optimierte Wegebeziehungen als Planungskriterium. Nicht alle Veränderungen lassen sich aber in den vorhandenen Gebäuden realisieren und deshalb muss auch manchmal neu gebaut werden, so wie jetzt am Ebland-Klinikum Riesa. Donnerstag, 9. Juni 2016. Ein Tag, der für Riesa etwas ganz Besonderes ist. Es geht endlich los, der Umbau und Teilersatzneubau am Elbland-Klinikum Riesa. Die Spaten sind bereit und es kann losgehen. Lange genug hat man darauf warten müssen. Die Riesa haben lange darauf gewartet, dass es endlich losgeht. Deshalb ist es für die ganze Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Mitarbeiter und für mich persönlich auch ein ganz toller Tag. Ich denke schon, dass das ein ganz wichtiges Zeichen ist, auch für die Positionierung unserer Stadt im Landkreis und in Sachsen. Wir werden eines der modernsten Krankenhäuser des ganzen Freistaats bekommen. Und auch innerhalb des Klinikverbunds werden wir unsere Position extrem stärken können. Und natürlich ist es ganz wichtig, die Verbesserung der Bedingungen nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden des Klinikverbundes, Landrat Arndt Steinbach, ist dieser Tag ebenfalls eine Art Neustart. Bereits mehrere Jahre ist das Thema Um- und Neubau präsent. Es ist ja so, dass Riesa mit dem Schwerpunkt Krankenhaus hier in Riesa eine besondere Bedeutung hat für den Landkreis Meißen. Die anderen Krankenhäuser in Meißen und in Radebeul sind Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung. Also insofern haben wir hier was Besonderes. Wir haben hier die Highlights mit der Kardiologie, wir haben die Nephrologie, also die Nierenheilkunde hier mit am Standort. Onkologisch sind wir hier sehr stark, freuen wir uns sehr drüber, sodass die Gesundheit der Menschen hier sehr gut behandelt wird. Wir haben andere Schwerpunkte an anderen Krankenhäusern, um insgesamt alles im Landkreis Meißen abzudecken. Ich freue mich, dass es heute gelungen ist, mit Frau Staatsministerin Klepsch diesen Spatenstich durchzuführen. 55 Millionen Euro Investitionen, 37,1 Millionen Euro Förderung durch den Freistaat Sachsen, muss man auch dazu sagen. Und dort kommt das meiste Geld, das ist Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das ist hier gut angelegt. Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch kennt alle Facetten. Sie selbst war jahrelang in einem Krankenhausleiterin für Finanzen und Oberbürgermeisterin der Stadt Annaberg-Buchholz. Als Staatsministerin weiß sie um die Wichtigkeit der Häuser außerhalb der sächsischen Metropolen. Die Region ist gut versorgt. Die Menschen können sich hier sicher und gut versorgt fühlen. Und das ist wichtig, das ist richtig, denn aus Sicht des Freistaates Sachsen hat das Krankenhaus in Riesa einen wichtigen Platz in der Versorgungslandschaft im Freistaat Sachsen. Und ich füge sehr gern und das auch aus Überzeugung hinzu, dass das Sozialministerium die Elblandkliniken auch in Zukunft weiter nach besten Kräften unterstützen wird. Seit 1991 wurden 120 Millionen Euro allein in Riesa investiert. Und das nächste Großprojekt in Radebeul ist bereits in der Planung. Ich bin überzeugt, gemeinsam werden wir für die Menschen im Landkreis Meißen die stationäre, die medizinische Versorgung dauerhaft sicherstellen können. Der Spatenstich in Riesa ist der erste sichtbare Beginn des Umbaus und damit sozusagen der Startschuss. Jetzt ist die Großbaustelle Elbland-Klinikum Riesa eröffnet. Der Vorstand will den Bau auch finanziell auf solide Füße stellen. Wir versuchen, mit Eigenmitteln auszukommen, weil alles, was wir fremd aufnehmen, muss natürlich dann auch etwas teurer wieder zurückbezahlt werden. Ob wir das schaffen, das wissen wir noch nicht. Wir bemühen uns. Es wäre ein schönes Zeichen auch an die Region. Wir haben starken Partner mit der Sparkasse Meißen, also im Hintergrund, das ist kein Problem. Auch der Kreistag steht hinter uns. Und trotzdem versuchen wir erstmal, ohne fremde Mittel auszukommen. Ob uns das gelingen wird, das werden wir in 6, 7 Jahren wissen. In einem Jahr wird man in Riesa schon einiges sehen können, dort wo heute noch die Bagger das Baufeld bestimmen. Der erste Schritt ist getan, jetzt wird angeknüpft und das Elbland-Klinikum Riesa nach langer Zeit des Wartens immer weiter auf zukünftige Herausforderungen eingestellt.